passt halt auch nicht so richtig, ne? Aber ich könnte ja hier am Markt direkt mal. Muss mal voll knallen, die Sache. Und ja, ich müsste jetzt mit Steinstraßen auch anfangen, glaube ich. Wäre irgendwie sinnvoll. Und hier vor allem die Storage Barns, die könnte ich umlegen. Warte mal, das machen wir gleich mal. Das scheint mir sinnvoller zu sein, wenn die hier wären. Viel zu viel einlagern müssen. Der Markt ist fast voll und fast alle Häuser sind voll. Das ist echt übel. Müssen noch langsam mal wieder Kinder heranwachsen. Was hat der Ding schon wieder zugemacht? Das genervt mich. 14 Bauprojekte. Alter Schwede. Ja, auch Iron. Vielleicht können wir hier jetzt gleich eine Mine setzen. Das scheint mir ganz sinnvoll. Ja, ist ja okay. So, und dann machen wir hier einmal noch den großen Ressources. Wird alles weggeholt. Weil wir brauchen noch einen Steinbruch, wir brauchen noch eine Mine, wir brauchen noch so vieles. Jetzt könnte eine Arbeit mal dazu nehmen. Gatherer nur noch 6. Da muss ich echt drauf aufpassen. Lieber ein paar. Hunter auch. Lieber ein paar Farmer weniger. Ich will jetzt nicht explizit sagen, scheiß auf die Farmer, aber... Die bringen halt nicht so viel, ne? Das ist halt... Die bringen halt nicht so viel. Das hier ist schon gut. Die Häuser stehen leer. Das sind wir über Kapazitäten hier. Ja, auch noch nie. Ne? Herbalist Hoplin mit 200.
Sind denn die Herbs hier auch auf dem Markt? Ja. Fast alle auf dem Markt. Das heißt, es geht wirklich um das Einzugsgebiet, wie weit die Leute zu ihrem Markt laufen wollen. Weil sonst würde die ja gar nicht rankommen. Oder? Na gut. Weiß man nicht. Aber es müsste eigentlich so sein. Bilder, einer von acht. Ja, nee, doch. Ist richtig. Ist richtig, ist richtig. Ja. Warum stehen leer die Häuser, ey? Was war hier wieder? Oh mein Gott. Die Woodcutter, schwere Nöter. So, gleich habe ich die vierte Folge voll. Und dann können wir ja auch erstmal Schluss machen für heute. Weil es läuft ja echt mal gut. Es läuft ja echt mal gut. Ich, so gut lief es noch nie. Glaube ich. Also vor allem mit denen ist alles voll. Die Meldung könnte man sich langsam mal schenken. Der Markt ist auch fast voll. Und links liegt vor allem da oben. So, zwei. Ein Gatherer. Wollen ja jetzt erstmal auffüllen. So. Zum Glück wird Nahrung hier nicht schlecht. Ich will nicht wissen, wie lange der Fisch hier ein paar Dingern schon rumliegt. Also ich meine hier 29 Fisch. Wir haben vor fast einem Jahr die Fische abgerissen. Und der Fisch liegt immer noch rum. Lecker. Lecker frischer Fisch. Ja, das hier ist okay. Diese Storage Barns. Hier werden keine Kartoffeln mehr reingehauen. Von daher werden sie da vielleicht auch eher erstmal rausgeholt. Liegen ja näher, die Lagerhäuser. Dann kann ich hier zwei oder so davon weghauen. Ich ja jetzt hier drei neue gebaut habe. So. Ja. Jetzt langsam auch alle Straßen fertiggestellt. Da verreckt wieder das Gemüse. Ist doch okay. Kann man doch mit, oder? Kann man doch mit um. Förster brauchen wir bloß nochmal. Und wir brauchen Mine. Eigentlich brauchen wir als erstes eine Mine. Weil wir an kein Eisen mehr rankommen so leicht. Dann würde ich sagen, ist das unser nächstes Projekt, oder? Mine. Jetzt auch unschön so direkt am Markt. Was soll man da auch anderes hinbauen? Scheiß drauf. So. Ja, okay. Dann brauchen wir einen Minenarbeiter. So lange war das. Erstmal warten, bis die Häuser sich füllen. Ein Arbeiter haben wir da. Müssen bloß die Mine dann gleich auf Eisen stellen, nicht auf Kohle. Jetzt hier Early Spring schon wieder. Ja, passt.
gefällt mir doch sehr gut. Das Holz liegt fast alles dort oben. Hier ist es vollkommen ohne Bedeutung, die beiden Lagerplätze. Da liegt noch Firewood rum. Krass. Alle Loks liegen da oben. Also performt dieser Förster richtig scheiße. Naja, war jetzt auch nicht so überraschend. Hier müssen wir ein Rathaus bauen. Dafür brauchen wir bloß richtig viel Kohle. 62 Loks hätten wir. 148 mal Eisen. Iron, genau. Jetzt brauche ich Minenarbeiter. Oh, ich habe keine Arbeiter. Die wachsen zu langsam heran. Verdammte Scheiße. Immerhin habe ich ein paar Kinder hier unten. Studenten 13. Ich muss diese Einarbeitergeschichten und so, die muss ich einfach da lassen, wo sie sind. Also tut mir auch leid, dass ich das muss, aber... Mal sehen, ob es irgendwann wieder kippt hier, mein ganzes... Firewood sieht gut aus, 700... Das Limit wird schön gehalten, haben alle gut Feuerholz... Wenn wir jetzt anfangen zu handeln, dann wird es halt nochmal einen Knick geben. Im Ganzen. Ich kann hier einen Trading Post auf jeden Fall hinmachen. Zwei Arbeiter. So, Förster. Wobei, Förster funktioniert eigentlich. Machen wir Miner draus. Scheiß drauf. Risiko. Wir entfernen die Straße. Und wir bauen diese fucking Town Hall. Das heißt zwar, dass wir bei den Tools ein Problem kriegen könnten, weil wir das komplette Eisen aufbrauchen werden. Aber ich weiß nicht, wie schnell die Miner hier Eisen rausholen. Das werden wir sehen. Jahr 21. Ja, und die Ernte verreckt wieder zum Teil, aber ein Lagerhaus ist noch leer. Die hier sind immer noch alle voll. Krass. Es gibt immer noch Fisch. lecker. 10-jähriger Fisch. Pfui, Deibel. Thank you.
Thank you.